So, da sind wir zum vierten Teil unseres Let's Plays zu Dawnguard. Wir haben euch gefragt, vor dem Wochenende, soll die Maggie weiterspielen als Vampir oder soll sie dieses tolle Geschenk ablehnen? Und ihr wart ziemlich eindeutig für den Vampir, deswegen, Maggie. Ja, darf ich mir jetzt auch diese hässlichen Flügelchen zulegen? Da freust du dich. Ja, machen wir es offiziell. Ich werde zum Vampir. Be still. Der geht aber ganz schön ran. Jetzt sieh erstmal schwummrig deinem Seiler oder wie er heißt. Ceylan. Und ich leuchte. Der Glitzer ist also tatsächlich. Oh Gott. Aber nicht mal im Sonnenlicht. Hier, man kann auch den Gedächtnisschwund antäuschen, aber finden wir mal raus, was ich jetzt kann. Striking terror into the hearts of mortals wherever you tread. Now listen to my words and do as I instruct. Du bist Batman. Batman, der wie Shakespeare redet. The Vampire Lord. Assume the mantle of the Vampire Lord and we will continue. Ja, dann finden wir mal raus, wo wir die finden. Ich nehme an, unter Magie. Tatsache. Also du kannst hässlich werden. Ich dachte, ich hätte uns gerade ausgerüstet. Hast du auch? Ah, stimmt, das ist ja, liegt wahrscheinlich auf derselben Taste wie die Schreie. Ja. Oh, du hast viel größere Flügel, als er eben hatte. Ja, ich bin halt cooler. Obwohl. In this form, bäh. You can drain the life from your foes with your right hand. With your left hand, you can wield the power of blood magic to raise the dead. You can also call upon the Zeig ich mal von vorne. Es geht gerade nicht. Ich schwebe. Jetzt haben wir vielleicht tatsächlich einen dieser berüchtigten Bugs. Inwiefern? Ich glaube nicht, dass das so gehört. Dass ich schwebe? Ja. Oder, meinst du? Ich glaube, ja, der steht ja auch nicht wirklich. Guck. Ja, okay. Siehst du? Er sagt ja jetzt auch, dass ich jetzt nicht mehr fliege. Okay, ja. Aber ich dachte, dass seine Flügel sich vielleicht bewegen, wenn er fliegt. Ne, die sind nur Deko, glaube Ach ich. So. Aber die sehen auch angenehm eklig aus mit diesen richtig dicken Ansätzen im Nacken. Das sieht aus wie Gottesanbeterinnen ja. Clown. Yeah, ein neues Vampir Sternbild. Fürth. Zählt das als Bug? Dass der Vampirfürst steht? Ja, da oben steht es richtig. Wir wurden ja angehalten, die Augen nach Bugs offen zu halten, denn angeblich sind ja in diesem DLC alle Leute nackt. Und oder unsichtbar. Oder beides. Aber in der englischen Version hatten wir bisher Glück. Ja. Wir können uns hier schon mal anschauen, was es so alles gibt. Ah, Leute beißen, um mich zu heilen. Ist da was dabei, was das Spiel für dich aufwertet, wo du sagst, ja, da arbeite ich jetzt drauf hin? Naja, du hast ja schon gesehen, dass ich mit der Spezialisierung, die ich so habe, schon ziemlich effektiv bin. Also. Also eigentlich brauchst du es nicht. Nö. Es ist halt jetzt. Ich glaube, es ist in erster Linie Spielerei. Ich kann mir jetzt Untote rufen, das ist vielleicht ganz praktisch. Ja. Wenn es hart auf hart kommt. Aber normalerweise bin ich ja lieber alleine unterwegs. Ja, Denn das ist. Untote sind keine guten Schleicher. Nee, generell nicht. Es ist auf jeden Fall mal ein beeindruckender Nebel, den wir da den wir, haben. Du hast eine astronomische Entdeckung gemacht, auch noch jetzt. Ja. Der Vampirnebel. Oder wie nennen wir den? Fledermausnebel.
Fliegen aus dem Nebel. Ja. Also ich finde, ohne das eingemalte Sternbild sieht da eigentlich noch beeindruckender aus. Hast du gesehen gerade? Das ist wirklich auch wie ein Fledermauskopf. Ja, und so einen Brunnen hätte ich auch gern. Aus dem Blut fließt? Stimmt, bin mir nicht sicher. Und ich muss sagen, ich finde es wirklich schön, wie der Staub sich in dem reinfallenden, ich schätze mal, Mondlicht fängt. Ich habe in den Kommentaren... Ja. Ich wollte nämlich ins Wort fallen. Should you need to feed like the base of vampires to stave off the sun. That is all I have to teach you. If you wish to be reminded of this lesson, that is all. Yeah, you may go. That will test your new powers. But first, do you have any questions? Lass mich darüber wissen. Ich frage mich, ob diese besonderen Vampire auch den Effekt haben, dass sie unglaublich, ja, sie bekommen ein Problem mit Sonnenlicht. Das wird einen häufigen Einsatz der Wartentaste mit sich bringen. Das ist schon ein großer Einschnitt in das Spiel, ne? Ja, also man hat ja die Wahl, ob man halbwegs normal weiterspielen will mit schwachen Kräften und dafür relativ wenig Probleme mit Sonnenlicht oder ob man krasse Kräfte möchte und dafür halt eben mit der Sonne im Clinch liegen, soweit ich das gerade verstanden habe. Ja, dann würde ich sagen, machen wir eine neue Abstimmung und beenden das hier. Nein. Nein, jetzt wollen wir noch ein bisschen mehr zeigen. So, gib mir einen Auftrag. Go and speak to Garen Marethi. Tell him it is time. He will understand. Aber du kannst dich jetzt nicht in die Lüfte erheben und Drachen richtig jagen. Nee, ich kann, glaube ich, nur so ein bisschen schweben. Das ist irgendwie... Ich habe ja in den Kommentaren gelesen, dass man mir angeblich sehr deutlich anmerkt, dass ich Skyrim nicht mag. Ist das so? Das stimmt aber eigentlich nicht. Ich bin der Meinung, dass es ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel ist, was ja auch, wo wir uns da alle einig sind, ist nur nicht mein Spiel. Also objektiv betrachtet ist es natürlich super. Du hast es nicht so mit Sandboxes, richtig? Ich habe lieber eine gut inszenierte Story, die mir auch präsentiert wird. Und ich will nicht, dass es in meinem Kopf sich abspielen muss. Dafür spielen wir Pen and Paper. Sollst du mit dem Typen da reden, der hier? Ich versuche gerade rauszukriegen, wie ich mir ins Gesicht schauen kann, aber... Vielleicht geht's in dem Modus gar nicht. Ja. Ich glaube, wir kriegen hier alle Vampir-Klischees geliefert. Wahrscheinlich ist irgendwo auch noch ein trauriges kleines Kind, das nicht mehr erwachsen werden kann. Red mit mir. Hallo? Wer ist das denn? Was ist mit Garen? Ist das der Typ, den du ansprechen sollst? Der schon verstehen wird, oder was? Ja. Vielleicht kann mich nicht mehr zurückverwandeln in Menschen. Wie? Ja, wahrscheinlich ist das eine andere Kraft, aber... Ja, mach doch mal eine andere Kraft an. Vielleicht kannst du dann mit ihm reden. Das wolltest du, glaube ich, nicht. Nee, ich komme da auch nicht mehr raus hier. Hallo? Ja, mit dem soll ich sprechen. Muss ich jetzt erst eine neue Stufe erreichen? Um wieder aus der Form rauszukommen? Das ist ja furchtbar. Das glaube ich nicht. Nein. Kannst du zu den anderen Sternbildern wechseln? Nein. Ja, jetzt haben wir das Spiel offenbar doch kaputt gemacht. Und das alles nur, weil wir Vampir geworden sind. Ja. Toll. Vielen Dank. Und er will nicht mit mir reden. Die Sache ist nämlich, wenn ich die gleiche Kraft, mit der ich zum Vampirfürst geworden bin, anwende, dann... Dann wirst du zu einem Fledermausschwarm. Und wieder zum Vampirfürst.
Vielleicht muss ich tatsächlich erst Leute austrinken. Please. No more. Papiertalentfortschritt gespeichert. Dann schauen wir mal. Ich muss jetzt echt erst Leute aussaugen, bis ich meinen Balken hier voll habe, offensichtlich. Und vorher kann sich nicht zurückverwandeln. Ich habe keine Ahnung, ob ich mich dann zurückverwandeln kann. Ja, dann mach das doch mal. Sag doch mal ein paar Leute aus. Hallo, wer ist denn hier noch, Kettle? Ortjolf. Woran erkennst du, wer Sklave ist und wer nicht? Die heißen einfach nur Vampire Kettle. Ach so. Hat er nicht gesagt, er hat welche weggesperrt irgendwo? Ja, aber wo? There's plenty for all. Wo? Gib mir Essen! Ah, eine Trainingsstätte. Life here has many advantages. Alle haben hier ihren eigenen Sarg. Hast du auch einen, meinst du? Oder musst du draußen schlafen in so einer Aldi-Tüte? Vielleicht kriege ich auch so einen großen Schweren aus Stein wie die Drauge. Warst du da schon? Hier? Ich glaube nicht. Hier sitzt El Schäfe. Mhm. Vielleicht dahinter. Nee. Mhm. Hier ist nur sein Privatsarg. Ja, komm, wir suchen jetzt hier nicht nach seinen Büchern, sondern. Vielleicht kann er noch einen Tipp geben, aber wahrscheinlich kannst kann du auch nicht mit ihm reden. Kannst nichts tun. Ah, Button-Mashing. Ja, ganz ruhig. Es ist halt schon sehr gut simuliert, ne? Es ist erstmal verwirrend, wenn man so eine Metamorphose durchgemacht hat. Da geht's noch runter. Die Absicht dahinter. Hm? Hier da geht's nirgendwo. Einfach nur eingestürzt. Okay. Ja gut, und links kamst du her? Hier jetzt geradeaus? Da? Hoch? Nee. Mein Gott, hat hier lange nicht... Hier ist auch nichts. Geh doch mal in den Raum zurück, wo du... Wo ich gerade noch jemand ausgesorgt habe? Ja, vielleicht hat er sich ja erholt oder so. Schweb. Nee, mysteriöserweise ist er immer noch tot. Oh, aber er sagt ja doch, er hat genug von dem Pack. Ja. Und wo? I don't know. Und was ist mit diesem Blutboden? Kannst du nicht da mal ein bisschen trinken? Es ist toll, du bist jetzt 5 Minuten Vampir und schon bist du hier angelogen worden von deinem neuen Chef. Ja, der hatte vermutlich ganz viele. Hier liegen ja in den Ecken, warte, hier drüben, liegen ja haufenweise Knochen. Die haben sie nur alle schon aufgegessen und niemand hat wieder eingekauft. Das ist wie mit der Milch Gieriges im Kühlschrank. Pack. Ja, ich glaube, dann bleibt uns keine Wahl, es doch mal rauszugehen. Mal schauen, ob jetzt was Schlimmes passiert, wenn ich rausgehe und die Sonne scheint. Ich hoffe, du kannst überhaupt rausgehen. Ja, die Option habe ich. Die große Statue von Irkentand. Das wird ziemlich cool. Irkentand. Irkentand. Das ist so der vorletzte Showdown in der Diebesquest. Mhm. Mhm. Du klingst nicht begeistert. Nee, doch, doch, das Spiel ist toll. Ich bin nur... Wow. Kriegst du gerade... Dein Vampirblut wallt im Sonnenlicht, aber wird mir nichts angezeigt. Ansonsten. Ja, wie ist es? Musstest du jetzt anklicken eben, ob du heftiger Vampir mit Sonnenlichtproblemen nee, sein willst? Das hängt ja grundsätzlich davon ab, wie viel ich trinke. Was ist in dem Turm drin? Schnee. Oder geht's noch hoch? Vielleicht sind da oben ja noch ein paar Sklaven. Ja, aber du musst ja jetzt erstmal viel trinken, ne?
Fan. Wenn du jetzt hier runter springst, schwebst du in der Luft oder fällst du runter? Soll ich mal ausprobieren, ob ich sterbe? Ich glaube, du bist dann tot. Ja. Mach's lieber nicht. Wobei tot wahrscheinlich nicht, du bist zu cool, um tot zu sein. Aber steuert sich auf jeden Fall ausgesprochen seltsam. Also es gibt ja nur die Außensicht für den Vampirfürsten. Ja, ich glaube, wie beim Werwolf auch, oder? Ja. Das Boot liegt rechts. Ich kann das und Boot du nicht kannst benutzen. Es nicht benutzen. No. Ich würde jetzt auf die Karte gucken, wo ich bin, aber hey. Jemand zurückschwimmen ist keine Option. Ich schwebe. Aber zurückgleiten. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wir halten einfach mal aufs Land zu. Ich glaube, wenn du ein bisschen mehr links gehst, bist du näher. Oder? Da. Ne, links, links da. Da sind mehr Details schon zu sehen. Ja, nicht so weit links. Nein, jetzt gehst du wieder zurück. Nein, no. Ja, einfach da. Genau, ja. Ja, spannend. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert oder ob das eine Mini-Nebenkarte ist, die. Wahrscheinlich nicht, ne? Müsste eigentlich gehen. Ich nehme an, dass das mit Skyrim zusammenhängt. Hoffe ich. Das heißt, ich hoffe, dass das auch was bringt, hier jetzt Leute auszusaugen. Naja. Und ich aus dieser Form irgendwie wieder rauskomme. Aber Vampire können eben doch fließendes Wasser überqueren. Mhm. Wäre auch blöd, wenn sie auf einer Insel leben würden und es nicht könnten. Ja, das wäre strategisch irgendwie nachteilig. So, ich habe jetzt meine ganze Familie verwandelt. Oha. Und nun bleiben wir hier auf immer. Mit Cousine Chloe. Es ist irgendwie unfreiwillig komisch. Ich bin großer Vampirfürst, hier im Schneesturm. Nee, du musst das von der Warte Leute betrachten, die da jetzt vielleicht am Ufer stehen und das auf sich zukommen sehen. Das fände ich schon relativ gruselig. Wir wissen ja nicht, wie er von vorne aussieht. Aber das ist auch nur Geröll hier. Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Stadt weiter rechts war. Okay. Aber die hast du doch eh schon platt gemacht, das Kastell, oh, das du. Das war wahrscheinlich das Futter, das ich jetzt hätte essen können. Vermutlich, aber. Ich habe auch. Oh, Nirnwurz. Ja, toll. Die ich nicht pflücken kann, weil ich ein Vampir bin. Ja, lass uns doch mal weitergehen. Ich habe auch gehört, dass diese Stadt vorher schon da war. Also glaube ich nicht, dass sie extra da platziert wurde, damit du Futter hast. Auf der anderen Seite, vorne brennt ein Lagerfeuer, oder? Da ist auf jeden Fall ein Gegner. Nee, ja. Du wirst wahrscheinlich keinen. Doch, komm, saug den aus, bevor er. Genau, er hat es geschafft. Oder? Oh, ich mache ordentlich Schaden. Also, sie haben da einen Wächter hin platziert, damit du den aussaugen kannst, richtig? Ja, kann sein. Wo ist er hin? Oder? Ich habe ihn ausgesaugt. Achso. Und haben wir jetzt eine Fortschrittsanzeige bekommen? Ja, jetzt ich bin bist du ein mehr bisschen Vampir weiter im Vampirfürst. Vampirkasten. Dann haben wir es doch. Es ist nicht sehr intuitiv, was du machen musst, aber vor allem ich kann mir nicht vorstellen, dass das so vorgesehen ist. Naja, als man Werwolf wurde, lief es ähnlich. Da hatte man auch erstmal eine Quest, wo man Werwolf bleiben musste. Kannst du auch Füchse aussaugen? Ich glaube, das bringt mir nichts für Probierst meine... Probierst du mal aus. Und, hat's was gebracht? Nee, müssen okay. Menschen sein. Oder Elfen. Wenn du jetzt nur von Ratten lebst, dann bist du auch so ein Emo-Vampir, der den alle anderen Vampire auslachen. Ja. Warum wohnen wir so weit weg vom nächsten Dorf? Du hast ein bisschen was von Mr. Burns gerade. Ja. So, hier ist eine Straße. Hier wird es doch irgendwo eine Stadt geben. Ich würde ja sagen, guck auf die Karte, aber ja. Vampire können keine Karten benutzen. Vampire können auch niemanden anlabern. Vampire können langsam durch die Gegend schweben. Aber du bist schon relativ schnell, dafür, dass du kein Reittier hast, oder? Apropos ja. Reittier, dein Pferd steht immer noch an dem Bootsanleger, oder? Ja, vermutlich. Ob es dich jetzt aufsteigen lassen würde? In der Form wahrscheinlich nicht. Schlicht und einfach, weil ich es vermutlich nicht kann. Aber es wäre jetzt eine coole Kombination, Vampirfürst zu sein und von der Assassinenquest das Daedra-Pferd zu haben.
Ja, dann wärst du ein Metal-Cover. Oh, aber hallo. Hm. Bin gespannt, welche Metropole... Da sind Gegner. Saug ihn doch aus. Ja, komm her. Aber das sind auch Vampire. Ist mir egal. Fällt ganz schön viel aus. Und? Ja, es steht ja mit Ahnen noch ein oder so, dann hast du es. Und dann musst du den ganzen Weg zurückschweben, vermutlich. Vielleicht kann ich dann hier die Karte aufmachen und Schnellreise benutzen. Ja, das ist Skyrim. Hm. Große Teile des Spiels bestehen daraus, im Schnee einem Weg zu folgen. Nur hat man meistens theoretisch mehr Möglichkeiten. Naja, also mit Büschen kann man auch nicht reden, wenn man Mensch ist. Ja, aber theoretisch, man kann die Karte aufmachen, im Inventar wühlen. Hier ist ein Dungeon. Meinst du, das ist ein Mensch? Nein, geh nicht in den Dungeon. Ja. Höhle des verlorenen Echos. Klingt hübsch. Es wird aber Tag langsam, ne? Oder noch mehr Tag. Die Frage, finden wir überhaupt zurück? Ohne die Karte. Gut, dass ich so schnell rückwärts gleite. Können auch ein paar Untote erheben mal. Und so die Bären. Oh, das ist eine coole Idee. Da ist steht jemand hinter dir. Den saugst du aus. Verpiss dich. Ich schon wieder die Quest. Vor allem redet sie einfach mit dem Papierfist. Wer ist das denn? Das ist jemand, der drückt einem irgendwas einfach in die Hand. Und ich glaube, man kann den entweder an die Wachen verraten oder nicht. Aber es ist halt gescriptet. Aber es ist ihm offensichtlich scheißegal, dass ich gerade... Ja, dann bring ihn doch um. Oder ist der noch wichtig? Oh, stimmt. Der ist selber schuld. Die schmeißt ja ganz schön durch die Gegend. Wieso ist denn jetzt wieder... Was? Ja! Nein, ich habe halt einen neuen... Ach so, und dann fängt der neue Balken an, okay. Weil du hast jetzt... Ich kann immer noch nichts anderes machen. Wie zur Hölle komme ich aus dieser Gestalt wieder raus? Es ist doch... Gar nicht. Das ist eine Bestrafung. Es hat es mir tatsächlich auf die Schnellfähigkeiten-Taste gelegt. Das hätte es mir sagen können. Moment, wir haben jetzt hier 10 Minuten herumgemacht und es... Wie geht das? Normalerweise muss man die auswählen und dann kann man die auf die Schnelltalente-Taste legen. Da liegen normalerweise ein paar meiner Lieblingswaffen und sowas drauf. Der einzige Knopf, den du nicht gedrückt hast. Das ist der einzige Knopf, den ich nicht gedrückt habe. Ja. Auf dem Steuerkreuz. Ich würde sagen, das ist peinlich. Wir schneiden es trotzdem nicht raus, weil es doch irgendwie unterhaltsam war. Ja, wie wäre es, wenn ich mich jetzt auch zurückverwandle? Drück doch nochmal das Steuerkreuz. Und jetzt drück doch mal A. Ja, hab ich. Ich dachte, ich hätte es gerade angewählt gehabt. Habt ihr eben jemanden vorbeilaufen sehen? Jetzt labert dich jemand an, während du versuchst, dich zurückzuholen. Ja, vor allen Dingen, ich habe die Möglichkeit... ich habe ihn umgebracht. Der Flüchtling, oder was? Ja. Ja, kannst die Quest noch so nebenbei machen. Schön. Aber ich sehe den Typen nicht. Ich dachte, ich hätte die Quest schon gemacht. Vielleicht ist das so eine, die sich immer wieder neu generiert. Das ist ja auch eine tolle Quest. Brauchst dir keine Mühe mehr machen. Junge. Er steht hinter dir. Ja. Okay, dann kannst du jetzt zurückgehen und die eigentliche Quest weitermachen. Burg Volkihar. Wir haben uns das letzte Mal schon ein bisschen über den Namen lustig gemacht. Ja, ist auch lustig. Also wir sind gerade völlig sinnlos durch den halben Kontinent geschwebt und haben irgendwelche armen Passanten ausgesaugt. Ja, und offensichtlich kann ich keine Eisbären wiederbeleben. Es wäre aber echt cool, wenn du einen untoten Eisbären dabei hättest. Oh ja. Ich muss gleich irgendwas töten und wiederbeleben einfach. Ich hätte jetzt natürlich den Dieb nehmen können. Mein da Pferd! Wie ist dein Pferd dahin gekommen? Nein, mein Pferd portet sich ja irgendwie ohnehin immer. Aber es ist geschwommen. Es ist ungefähr einen halben Kilometer übers Meer geschwommen. Durchs Eismeer. Das ist naja, echt du schwimmst auch ständig durchs Eismeer und das macht dir nichts aus. Ja, man kann auch in voller Rüstung schwimmen.
Ob das auch ein Bug war, dass das Spiel uns nicht gesagt hat, wie wir die Fähigkeiten auswählen? Keine Ahnung, vielleicht sind wir auch einfach nur dümmer als der normale User. Oder wir haben irgendwas verlabert, was es uns versucht hat zu erklären. Das passiert manchmal. Ja. Und jetzt kannst du endlich den Typen anlabern, der dich eben ignoriert hat. Ja, wo ist er denn? Ist jetzt denn alles wieder wie vorher? Kannst du jetzt ganz normal das Spiel wieder bedienen? Wie? Ja. Okay. Alles wieder gut. Ich bin weit gereist, um diese Nachricht zu überbringen. Er möchte, dass du dich umdrehst, wenn du mit mir redest. Well, well. He wants the chalice then. You've heard of the Bloodstone Chalice? Nein. It is a rather well-kept secret. The chalice has been in Lord Harkin's possession for quite some time now. It is, when used properly, able to increase the potency of our powers. He has neglected using it for ages. If he wants it filled now, then grander things are afoot. This is good. Was habt ihr die letzten 1000 Jahre gemacht? Lord Harkin has never cared to use the chalice, relying on his more than adequate powers until now. This is an intriguing change. Arg, geh schneller. Excuse us. I need to fetch the Bloodstone Chalice. The Chalice? Why? What are you up to, Garan? Lord Harkin's orders, Orthiolf. Calm yourself. Also, sie haben das Ding nie benutzt, weil sie es eigentlich gar nicht brauchen. Aber jetzt brauchen sie es doch für Und er hat auf Anhieb gewusst, um was es geht, weil sie vor Äonen ein geheimes Codewort ausgemacht haben. Ja, offensichtlich. Oder er hat es falsch verstanden und wir machen jetzt irgendwas anderes. Und wenn ich das ist eine coole Quest. Zurück zum Chef komme, sagt er, aber es ging um meine neue Bettwäsche. Das ist ganz schön blutig hier. Now, this chalice needs to be filled directly from the bloodstream that is the source of Redwater Den. But that's not enough. Once that's done, the blood of a powerful vampire needs to be added to it. Man versteht ihn super jederzeit, weil er irgendjemand rumhämmert. Ihr seid alle ganz schön hässlich. Aber Ausschnitt. Hurry back. You don't want to keep Lord Harkin waiting. Hast du ihn schon genommen? Ja, offensichtlich ist er jetzt automatisch in meinem Inventar. Tada! Sicher? Ist wahrscheinlich etwas Sonstiges. Blutsteinkelch. Hübsch. Ja, geschmackvoll. Würde. Auch mit Dornig innen. Mit Dornen innen, ja. Würde ich mir jetzt gerne nicht unbedingt auf die Fensterbank stellen. Der Salakbecher. Ja, dann. Zeit zurückzuschweben. Nein, ich habe ja die Macht der Schnellreisetaste zurückerlangt.